ganz schön finster hier, ne, Wilma? Dann zünde doch einfach eine Kerze an. Weißt du, mit Kerzen, da muss man immer so vorsichtig sein. Es wäre doch viel besser, wenn wir ein elektrisches Licht hätten, oder? Eine gute Idee. Gleich morgen fangen wir an. Genau das machen wir. Wilma und Bertha haben sich sofort an die Arbeit gemacht und eine Beleuchtungsanlage gebaut. Na, du bist der Größte. Und so kommt es, dass Wilma ungestört malen kann, bis plötzlich... Ah, hier kann ich endlich in Ruhe malen. Bertha, irgendwas ist hier faul. So, hier. Wieso machst du einfach im Schlafzimmer das Licht aus? Ich habe doch nur im Wohnzimmer die Lampe aus der Fassung gedreht. Du bringst mich noch ganz aus der Fassung, ey. Die beiden entschließen sich, ihren alten Physiklehrer Herrn Ludwig nach Hilfe zu fragen. Geschafft. Liebe Klasse 6b. Guten Morgen, Herr Ludwig! Setzt euch. Herr Rein. Guten Morgen, Herr Ludwig. Morgen. Wir haben ein kleines Problem. Also wir waren uns gerade an so einer Beleuchtung und wir haben im Schlafzimmer und im Wohnzimmer eine Lampe und als wir im Wohnzimmer die Lampe ausgemacht haben, ist auch im Schlafzimmer das Licht gegangen. Könnt ihr uns helfen, eine Lösung zu finden? Ja klar, das haben wir doch letzte Stunde erst bearbeitet. Ich wollte es diese Stunde nochmal wiederholen, deswegen da sind die Teile. Möcht ihr irgendwie das zusammenschieben? Maxi. Ja. Genau, das ist komplett richtig. Und ihr könnt euch gerne setzen. Wir wollen das jetzt auch aufbauen, also experimentieren. Folgende Materialien brauchen wir. 3 Kabel, 2 Lampen und eine Batterie. Nun verbinden wir jede Lampe mit der Batterie. Und die Lampen auch nochmal miteinander. Das ist jetzt eine Reihenschaltung. So, und wenn das jetzt eure Lampe im Wohnzimmer ist und das eure im Schlafzimmer und ihr habt ja versucht, im Wohnzimmer die rauszudrehen, und dann seht ihr, im Schlafzimmer geht die auch raus. Ach so, das haben wir jetzt verstanden. Aber gibt es eine Lösung für das Problem? Ja, das ist die Parallelschaltung. Dazu brauchen wir ein Kabel mehr. Nun stellen wir die Lampe so um, dass jede Lampe mit der Batterie einen eigenen Stromkreis bildet. So, und wenn das jetzt wieder eure Lampe im Wohnzimmer ist und das in eurem Schlafzimmer und ihr jetzt die Lampe im Wohnzimmer rausdreht, seht ihr, in eurem Schlafzimmer bleibt die an. Ah gut, das können wir da jetzt zu Hause nachbauen, danke. Kein Problem. Das hat sich gelohnt, so Herr Ludwig zu gehen. Jetzt wissen wir schon, was wir falsch gemacht haben. Und er hat uns noch eine Schaltskizze mitgegeben. The school is our never-ending story. Our experience can be taken away.